So, hallo und moin moin mal wieder. Diesmal geht es um das Thema Folie. Ich hatte schon öfters von euch Mails bekommen, dass ihr am Fluchen wart, dass ihr beim Folieren oder beim Carbon auch oder Motorräder oder was auch immer bekleben, dass es Probleme gab, dass die Folie zäh war, sich nicht um Kanten legen ließ, sich teilweise wieder abgelöst hat oder eben einfach gerissen ist. Ja, jetzt habe ich mal gesucht und ich habe noch Folie gefunden, mit der habe ich vor 6 Jahren mein Motorrad foliert. Also meine Buell, das findet ihr in einem 6 Jahre zurückliegenden Video, wenn ich nicht irre, eventuell auch länger. Und jetzt bin ich in die Verlegenheit gekommen und dachte ich, ja, wie gesagt, die liegt jetzt so lange, ich dachte, ich beklebe jetzt mal eben schnell ein Dach. Autodach, weil ich habe davon noch knappe 5 Quadratmeter liegen. Mal sehen, ob das noch funktioniert. Und ja, ich war natürlich tierisch überrascht, weil man erkennt das schon hier. Das ist jetzt eine 6 Jahre alte Folie. Wenn ich die jetzt hier so mal nehme, man merkt schon, die löst sich total leicht. Und die reißt. Also von wegen hier, die kann man jetzt mal noch schön ein bisschen dehnen. Ohne. Die reißt einfach weg. Die ist total spröde. Das kann man eigentlich für nichts wirklich mehr gebrauchen. Ich dachte eventuell für Modellbau. Wenn man sie schon so nicht mehr benutzen kann, kann man sie vielleicht noch irgendwie, um den Rumpf zu bekleben oder Tragflächen zu stabilisieren oder was auch immer. Aber ihr seht, die ist nach 6 Jahren einfach hin. Die Weichmacher aus der Folie sind raus und das Zeug hat überhaupt ab und zu mal noch ein Stück, aber der Widerstand ist einfach hin. Das Zeug ist spröde, ist ausgetrocknet. Dazu muss ich sagen, ich hatte sie in der Folie in der Originalverpackung liegen und die Folie war auch zugeklebt. Also das heißt, sie lag jetzt nicht so offen rum und hätte ausdampfen können, sondern es spielt einfach keine Rolle, wie verpackt die liegt. Die ist dann einfach nach einer gewissen Zeit hin. Nun hatte ich letztes Jahr ein Z3 foliert mit Camouflagefolie, die ähnlich aufgebaut ist wie diese. Und die ließ ich genauso bescheiden verarbeiten. Dummerweise hatte ich die schon ein Jahr früher bestellt und hatte die bei mir in der Garage liegen lassen und nicht gleich getestet. Ja, und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass das ein alter Lagerbestand war. Die war natürlich preiswert. Ich habe mir dieselbe dann nochmal bestellt, die war top, zum selben Preis. Aber ich gehe mal davon aus, dass die erste, die ich geliefert bekommen habe von der Firma, die jetzt natürlich im Netz auch nicht mehr vertreten ist, dass die quasi überlagerte Ware oder veraltete Ware angeboten haben. Und daher kann ich euch noch raten, wenn ihr Folie kauft, bestellt echt einen halben Meter mehr. Ich habe jetzt mal neue bestellt, eine kleine Rolle. Bestellt echt ein bisschen mehr. Nehmt euch eine Schere, schneidet euch ein Stück davon ab und testet die gleich. Also wenn die sich genauso zerreißen lässt wie die von eben, dann ist die natürlich Mist. Dann ist die wahrscheinlich schon zu alt oder aber sowieso fehlerhaft, was ich jetzt mal so aus der Ferne auch nicht sagen kann. Eventuell weiß der Lieferant das oder der Verkäufer das gar nicht, denn der bestellt die beim Lieferanten irgendwo. Die haben die auf Lager und die versenden die. Die nehmen die aus dem Regal, die haben da wahrscheinlich noch nicht mal einen Datumstempel drauf, weil ich habe jetzt mal geguckt, ich konnte nirgends irgendwas finden, wo ein Datum draufsteht. Also man kann echt nicht sagen, wie alt die Folie ist, hier steht nichts. Nirgends was draufgedruckt. So, und jetzt habe ich mal ein Stück von der neuen. Die kommt natürlich, wie sich das gehört, angeliefert, in Folie eingeschweißt. Ich habe jetzt mal nur zur Demonstration kleine Stücke bestellt. So, schneide ich hier mal eine Ecke weg. So, jetzt habe ich mal neue Folie bestellt. Und hier sieht man, die reißt halt nicht, die dehnt sich und reißt halt nicht sofort ein. Wahrscheinlich, wenn man jetzt richtig reißt, dann geht sie auch kaputt.
Aber die hat natürlich einen ganz anderen Widerstand. Also achtet drauf. Ihr seht das hier, braucht man viel mehr Kraft. Wenn man die jetzt erwärmt, lässt die sich wahrscheinlich besser um die Kanten kleben und legen. Aber die verhält sich halt ganz anders als das Zeug, was von vornherein zerflattert. Ja, so viel dazu. Wenn ihr die Folien bestellt und kauft, dann schneidet euch gleich ein Stück ab, testet die davor, bevor ihr die verarbeitet. Lasst die nicht allzu lange liegen in der Garage, weil dann habt ihr eben sowas hier und das ist dann halt totaler Rotz. Kann man wegschmeißen. Ist einfach zu alt, ist ausgetrocknet. Die Weichmacher aus dem Kunststoff sind mittlerweile verflogen. Und das ist jetzt nur noch trockener Schnödel. Ist nicht mehr zu gebrauchen. Also reif für die Tonne. Müsst auch nicht drüber nachdenken, weil ich kann euch versichern, ihr ärgert euch, wenn ihr versucht, den Mist noch zu verarbeiten. Es reicht, reißt euch an allen Ecken und Enden weg, egal wie warm das ist. Und selbst wenn man es warm macht und mit der Pistole gelegt kriegt, es klebt nicht mehr richtig und sobald die Temperaturen fallen, löst sich der Mist wieder ab. Also das nochmal angemerkt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Achtet drauf, testet gleich, auch wenn ihr wisst, ihr wollt es ja später verarbeiten und kauft jetzt, was im Angebot ist. Dann schneidet ein Stück ab, testet das, wenn es nicht klappt, zurück zum Verkäufer. Anmerkung dabei und dann sollte das gut kommen und dann lasst euch was Neues schicken. Eventuell mit einem Zeitstempel drauf der Herstellung. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Oder eben ihr kauft bei Markenherstellern. Da kann man davon ausgehen, dass dann auch Ware in der gewünschten Qualität versendet wird. So viel dazu. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis demnächst, wenn ihr wollt.